Brüder und Schwestern, mit den Marienfesten ist es so eine Sache. Wissen, Maria ist bei Gott und auf ihre Fürbitte dürfen wir vertrauen. In mancher Hinsicht ist sie auch für uns ein Beispiel, wie wir Christus nachfolgen können. Doch wenn man sich die heutigen Lesungen anschaut, abgesehen vom Evangelium, sprechen sie nicht besonders viel von der Mutter Gottes. Die erste Lesung aus der Offenbarung spricht zwar von einer Frau, ihrem Kind und einem Kampf, aber da ist überhaupt Maria nicht gemeint. Also viele lesen das so und das ist auch nicht ganz verkehrt. Aber wenn man die Offenbarung liest, wird es einem sehr schnell aufkommen, worum es geht. Diese Frau, von der Johannes in seiner Vision spricht, ist die Kirche. Also es geht um mich und um dich, um das Reich Gottes auf Erden. Und wenn Johannes hier von einem großen Kampf berichtet zwischen der Frau, also der Kirche, und einem Drachen, also dem Widersacher der Kirche, dann geht es wirklich um einen geistlichen Kampf. Die Offenbarung des Johannes wurde noch zu einer Zeit geschrieben, wo die Kirche in großer Bedrängnis stand. Also unter Verfolgung, manche der römischen Kaiser waren dem Christentum nicht wohlgesonnen, haben es als eine Bedrohung der öffentlichen Ordnung angesehen, haben die Christen verfolgt. Und in so einer Zeit entsteht dieses Buch, so muss man es auch lesen. Heute in unseren Breitengraden werden wir nicht verfolgt, höchstens komisch angeschaut oder wenn es wirklich hart kommt, beschimpft, aber das ist eher unüblich. In anderen Regionen der Kirche ist diese Offenbarung des Johannes höchst aktuell, weil Christen auch leiden und sterben wegen ihres Glaubens. Und wenn man diese erste Lesung im Blick hat, dass es dort um die Kirche geht, kann man auch das Evangelium ein bisschen anders lesen. Es ist zwar die Begegnung Mariens mit Elisabeth, das ist ausdrücklich genannt, es ist auch eine geschichtliche Tatsache, dass Maria hingegangen ist zu ihren Verwandten und dort fand die Begegnung statt und das sich ereignete, was wir hörten. Aber diese Geschichte hat auch wesentlich etwas mit unserem Leben zu tun, mit der Kirche, wie wir sind. Weil was tut Maria dort und was passiert dort? Also sehr menschliche Dinge. Sie geht zu Elisabeth, nicht weil sie so fromm ist oder weil sie so wanderlustig war, sondern weil Elisabeth ihre Hilfe gebraucht hat. Das ist der einzige Grund, warum Maria hingeht, um ihr zu helfen. Und wenn man sich fragt, was die Kirche tun soll, also was du tun sollst in deinem Leben, also das ist, was wir uns auf die Fahnen schreiben sollen. Helfen. Nicht, weil wir gute Menschen sein sollen, sondern weil das Leid in dieser Welt nicht so klein ist, und Gott ist einer, der das Glück eines jeden Menschen will. Und weil wir Kirche sind, weil wir zu ihm gehören, weil wir auf seinen Namen getauft sind, ruft er uns, damit wir Abhilfe leisten, damit wir das Leid in dieser Welt mindern. Und das kannst du tun auf deine eigene Art und Weise. Es wird Menschen geben, die in sozialen Berufen arbeiten, andere können nur Geld spenden oder sich um kleinere Dinge kümmern. Das ist nicht so wichtig, was du tust, sondern dass du es in diesem Bewusstsein tust, dass es zur Kirche wesentlich gehört, ich sage es mit anderen Worten jetzt, das Reich Gottes in dieser Welt sichtbar zu machen. Das Reich Gottes, wie es die Bibel beschreibt, ist ein Bereich, wo es kein Leiden gibt, wo Gott Platz hat, wo wir einander helfen, füreinander einstehen. Dazu sind wir berufen. Das bedeutet, als Christ anderen zu helfen, um das Leid des anderen zu lindern, damit sein Leben sich entfalten kann. Der Bonus dabei ist, dass dein Leben auch verwandelt wird. Das ist eine gute Sache, hat mit dem Christentum nicht besonders viel zu tun,
es ist eine allgemeine Gesetzlichkeit in dieser Welt, wenn du Gutes tust, geschieht dir nicht immer Gutes, aber du wirst anders diese Welt sehen. Also, das springt automatisch etwas für dich daraus. Aber wenn du es im Bewusstsein tust, dass weil ich zur Kirche, weil ich zu Christus gehöre, tue ich das, weil er mich dazu ruft, manchmal auch herausfordert, dann wirst du nicht nur für den Menschen etwas Gutes tun, dir etwas Gutes tun, weil dein Blick sich ein bisschen ändert für diese Welt, weil du dich im Guten übst, sondern es wird auch deine Beziehung zu Gott aufgebaut. Wie kann man dahin kommen, ist die entscheidende Frage, dass man so lebt. Ich glaube, diese Lebensweise ist etwas Erstrebenswertes für mich und für dich auch. Und wenn wir als Kirche wirklich so leben würden, also alle Glieder der Kirche, würde es trotzdem Leid in der Welt geben, aber wir könnten das Evangelium viel wirksamer verkünden. Und die Kirche, das ist nicht unser Bischof Christoph und seine Weihbischöfe und die Priester in der Diözese, die Kirche, das bist du. Um dich geht es, um deinen Einsatz. Und wenn du das Reich Gottes aufbauen möchtest, tu es so, wie es die Heilige Schrift dir ans Herz legt. Wie kommen wir dorthin, ist die Frage, die ich noch kurz anschneiden will. Elisabeth sagt einen ganz wichtigen Satz. Selig ist die, die geglaubt hat, was der Herr ihr sagen ließ. Was ließ der Herr Maria so Wichtiges sagen, dass es ihr Leben verändert hat? Also mit anderen Worten ausgedrückt, wo ließ Maria sich in ihr Leben reinquatschen von Gott? Das ist ein bisschen unverblümt gesagt, aber ich glaube, es wiedergibt den Sinn dieser Worte. Wo ließ Maria sich reinreden in ihrem Leben? Da, wo Ungewöhnliches geschehen ist, wo sie diesen Engel begegnet ist und der ihr so wunderbare Dinge berichtet hat, dass sie irgendeinen Sohn bekommen wird, sie weiß nicht wie, aber sie hat eines entdeckt, sie kann Ja sagen zu dem, was Gott ihr vorschlägt. Also was schlägt Gott dir vor, ist die Frage. Hast du dich da schon mal gefragt, was der Vorschlag Gottes für dein Leben ist? Wenn nicht, kannst du es machen, ohne nachzutrauern, dass es vielleicht noch nicht geschehen ist. Mach es einfach. Frag dich selber, und das kann im Gebet geschehen, muss aber nicht. Was möchte Gott dir vorschlagen in deinem Leben? Und ein guter Tipp, schau, wo du im Leben stehst, wo der Herr dich hingestellt hat. Also, soweit du deine Arme ausstrecken kannst, da kannst du etwas bewirken, da kannst du etwas ändern, da kannst du etwas beeinflussen. Die Arme sind manchmal ein bisschen weiter durch deine Beziehung, dein Geld oder deinen Einfluss, den du dir aufgebaut hast. Aber ungefähr so weit kannst du etwas verändern. Und da ruft dich Gott. Nicht unbedingt, das kann schon sein, aber nicht unbedingt etwas am anderen Ende der Welt zu ändern, sondern da, wo du stehst. Schau dir die Leute um dich herum, also vielleicht nicht jetzt, aber in deinem Leben, ne? Also deine Familie, Freunde und so, die Leute, die dich umgeben. Tust du ihnen gut? Das ist so die Zunge auf der Waage. Das ist die Messlatte. Tust du den Menschen gut als Person? Und wenn nicht, was musst du ändern, dass es geschieht? Und ich möchte euch aus meiner eigenen Erfahrung das sagen, das ist für mich mitunter das Anstrengendste in meiner Nachfolge.
zu schauen, ob ich den Menschen, die mich umgeben, Gutes tue, ob ihnen meine Person gut tut und wenn nicht, etwas dagegen zu unternehmen. Wisst ihr was? So wird das Reich Gottes, die Kirche, greifbar. So kann man sie auch begreifen. Und so wird auch das Geltung haben, was in einem Psalm steht. Ich weiß es jetzt nicht mehr welchem, ist auch nicht so bedeutend. Seht, wie schön ist, wenn Brüder miteinander in Eintracht leben. Welchen Einfluss man ausüben kann, wenn man das lebt, was man mit Mund verkündet oder was man meint zu glauben. Wie anders diese Kirche aussehen würde, wenn jeder von uns sich darum bemühen würde, Gutes zu tun und gut zu sein für die anderen. Und wenn du nicht weißt, wie du anfangen sollst, schau auch auf Maria. Die hat auch nicht lange rumgefackelt, sondern sie hatte ihre Zweifel, aber sie hat gesehen, diese Einladung kommt von Gott, sie hat es erkannt, dann hat sie einfach Ja gesagt. So einfach ist Nachfolge. Du musst einfach Gott dein Ja geben. Und dazu lade ich euch ein, an diesem Tag, es ist ein schöner Tag heute, es ist nicht zu heiß, es ist sonnig, geht spazieren, verbringt Zeit mit euren Freunden, Familie oder wo ihr unterwegs seid und lasst euch von Gott in euer Leben reinreden. Heute vielleicht ganz bewusst, seien es fünf Minuten oder fünf Stunden, egal wie viel Zeit du dem Herrn schenken willst. Lass zu, dass er über dein Leben auch mitentscheidet und mitreden kann in deinem Leben.